Guten Morgen, liebe Radwanderfreunde. Ich, Kurt Leik, starte heute zu einer kleinen Radtour, um eine Route auszuprobieren. Ich bin im Radsportclub Garbsen und bin der erste Vorsitzende und der Radwanderfachwart. Deswegen versuche ich immer, neue Strecken zu finden und heute, wie gesagt, eine neue Strecke auszuloten. Wenn ihr Lust und Laune habt, könnt ihr mich ja dabei begleiten. Ich mache da ein paar Aufnahmen. Okay. Hier befinde ich mich an der Universität in Garbsen. Das ist die neu erbaute Universität. Die ist aber noch nicht so recht in Betrieb wegen Corona. Wenn das erstmal wieder richtig losgeht, dann studieren hier etliche Studenten. Gut, dann mache ich mich jetzt auf den Weg Richtung Bärenbostel, Resse. Ich könnte auch mal den Ton testen, mal sehen, wie der Ton rüberkommt. Erstmal fahre ich Richtung Bärenbostel. Ich habe ja alles verbunden, aber es klappt ja nicht immer. Ich müsste dann gleich mal gucken, wie das aufzeichnet. Jetzt überquere ich gleich die Bundesstraße 6. Die Bundesstraße 6 teilt sozusagen Garbsen in zwei Hälften. Wie auch die Autobahn und der Mittellandkanal. Fahrt auf Kreuzung Bärenbostel. Rechts geht's ab Richtung Engelbostel. Ich fahre dann auch rechts und fahre zum Friedhof in Bärenbostel. Jetzt fahre ich in Bärenbostel zum Bärenbosteler Friedhof. Komme ich gleich hin. Dann geht es weiter über den kleinen Berg Richtung Stehling. Und von Stehling komme ich dann zum Flughafen nach Hannover. Hier auf der rechten Seite der Friedhof, geradeaus, kommt gleich auf der linken Seite, oben auf dem Hügel, der Friedhof von Stehling. Erstmal treten. Hui. Das strengt an. Ja, moin. Strengt ein bisschen an, aber soll es ja.
hier auf der linken Seite der Friedhof von Stehlingen. Jetzt Runterfahrt vom Hügel und Einfahrt nach Stehlingen. In Stehlingen gibt es sehr viele Reiterhöfe. Gleich ist einer auf der rechten Seite. Oh, Mann, das ist aber den Schotter. Da kommt man leicht ins Rutschen. Hier war schon mal ein Reiterhof. Da sind noch mehr. Ja. Alle Stehling. Auf der linken Seite ein Restaurant, kommt gleich da hinten, wo es links reingeht. Da ist das Restaurant. Ich habe leider vergessen, wie es heißt. Das werden wir gleich sehen. Stehlinger Hof, wie soll es auch sonst heißen? Haha. Hotel und Restaurant, Stehlinger Hof. Hier geradeaus ist die höchste Erhebung von Garbsen. Wie viele Meter, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es wird sich wohl so um die 60 Meter oder so oder etwas drüber handeln. Weiterfahrt aus Stehlingen raus Richtung Flughafen Langenhagen, Hannover. Fahrt auf den Flughafen drauf zu. Mit den vielen Pferdekoppeln links und rechts. Links und rechts hier die Pferdekoppeln. Natürlich mit Pferde und Reiter. Hier sind einige. Gleich heute Morgen Training. Moin. 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 Naja. Moin, moin. Schön. Herrlich. Alles die schönen Pferde. Pferdekoppeln, im Hintergrund
Engelbostel. So viele Pferde. Da kann man doch sehen, dass es viele, viele Freizeitreiter gibt, die sich so ein Pferd halten und die damit ihren Sport betreiben. Und weiter fahren wir. Was auch schön ist, am Rand hier der Klatschmohn. Sieht sehr schön aus. Das kann mich immer wieder begeistern, sowas. So einen schönen Klatschmohn. Im Hintergrund, weil der Ausschnitt ja so klein ist, der Tower oder vielmehr Anweisungsturm vom Flughafen Langhagen, Hannover. Flughafen Langhagen, Lande- und Startbahn Nord. Aber momentan in Zeiten Corona wird hier kein Flugzeug starten oder landen. Oder ihr kauft euch auch einen neuen. Im Hintergrund ist die Halle für Triebwerke. Da testen sie die Triebwerke. Damit das nicht so einen Lärm für die Umgegend macht, haben sie so Seitenschutzwände gebaut, die ziemlich hoch sind, die den Schall reduzieren. Ich fahre jetzt vom Flughafen Richtung Resse. Ich biege gleich links ab. Rechts geht es am Flughafen entlang und links geht es durch den Wald Richtung Resse. Vorher muss ich natürlich noch die Straße, die nach Kaltenweide hingeht, überqueren. Die kommt jetzt. Achtung! Obacht! Frei! Ich kann! Jetzt immer geradeaus durch Wald und Wiese Richtung Resse. Der Weg geht ziemlich geradeaus. Meist Wald, am Ende rechts vor Resse ist ein großes Moor. Ja, ohne Rücksicht fahren die. Fragt man sich, warum? Für die gibt es nur sie selber. So, da der Weg immer geradeaus verläuft und immer nur Wald zu sehen ist, mache ich wieder aus. Jetzt bin ich in Resse und fahre hier die Gebrüder Grimmstraße durch. Dann werden wir sehen, wo wir da rauskommen.
Hier ist die Kirche. Ich muss dann weiter nach rechts. Mal gucken. Hier bin ich noch nie gewesen. Ist alles Rasse. Da muss ich rechts. Guck mal, die haben einen Totempfahl. Ich muss hier rechts. Richtung Hauptstraße. Die ist ganz da hinten, ne? Nee, die wird jetzt kommen, schätze ich mal. Das ist die Straße, wo ich langfahren möchte. Aha. So. Hier fahre ich lang. Richtung. Jetzt geht's gleich geradeaus in den Wald hinein. Vorbei am Friedhof. Der liegt hier rechts, der Friedhof. Jetzt komme ich zum griechischen Restaurant. Mal gucken, wie das heißt. Und gleichzeitig im Hintergrund der Sportplatz. Muss ja gleich kommen. Der Gastwirt ist auch abend dran. Zu Corona-Zeiten. Keine Einnahmen. Bimmelim, Vorsicht gucken. Ne? Guck mal. Hier hat sich ein Zirkus etabliert. Die haben sich hier aufgestellt mit dem Zirkus. Geht's erstmal weiter in den Wald hinein, bis das Gasthaus kommt. So heißt das hier. Resseo. Das ist der Sportplatz und im Hintergrund Restaurant mit Biergarten. Immer geradeaus der Weg. Vorher war er teilweise ein bisschen holperig, aber hier, wo die Kiefern stehen, ist es angenehmer zu fahren. Und sehr schön. Sehr gute Luft. Und tolles Wetter. Da freut man sich als eingefleischter Radwanderer. Jawohl.
sehr schön. Man muss natürlich aufpassen. Ab und zu kommen mal ein paar Löcher. Und zwar, weil hier ja auch ab und zu mal Autos oder Trecker fahren, die spülen bei Nässe Löcher aus. Also Vertiefung. Oh, jetzt müssen wir mal aufpassen, was hier kommt. Hier geht der Weg nicht mehr geradeaus weiter, sondern biegt rechts ab. Also muss ich auch rechts fahren. Sonst komme ich verkehrt. Und das ist hier ganz schön sandig. Mal sehen, wie das weitergeht. Wenn es schlimmer wird, kann ich da nicht fahren. Noch geht es. Dann werde ich das Film mal lieber einstellen. Jetzt bin ich rausgekommen an der Wegekreuzung. Einmal dahin geht es Richtung Otternhagen. Ah, moin. Da geht es auch Richtung Otternhagen. Aber der Weg hier ist besser. Der ist mehr Natur. Ja, und hier geht es Richtung Osterwald. Das geht Richtung Osterwald. Und da werde ich jetzt langfahren. Okay. Von da bin ich gekommen. Da habe ich den neuen Waldweg ausprobiert, der durchaus fahrbar ist. Jetzt fahre ich zurück Richtung Osterwald. Das ist die Richtung. Und überquere hier den kleinen Fluss. Das heißt, vom Fluss ist nicht mehr viel zu sehen. Der heißt die Auter. Naja, es ist ja auch in letzter Zeit ziemlich trocken gewesen und dadurch hat man halt wenig Wasser hier im Flüsschen. Der Fluss kann aber auch ganz anders. Wenn es viel regnet und viel Wasser sich sammelt, dann ist der ganz schön voll hier. Okay, ich fahre jetzt erstmal Richtung Osterwald. Da geht's dahin und melde mich dann wieder. Mal sehen, wenn es was Sehenswertes zu filmen gibt. Hier der lange Weg, jetzt aber schön gepflastert Richtung Osterwald. Lässt sich ganz gut befahren. Rechts fahren geht nicht. Kann man nicht machen, nee. Wozu auch? Jetzt bin ich in Osterwald und fahre Richtung Hauptstraße. Jo. Toll. Hallo. Ich kann ja schon prima reiten. Ist ja super, ne? So ein kleines Kind noch,
und reitet schon mit so einem großen Pferd. Toll. Kann man mal sehen, was auch Kinder schon alles können. Ja. Also nach dem Test der Strecke muss ich sagen, dass dieser Weg, den ich da auskundschaften wollte, durch den Wald von Resse Richtung Otternhagen sehr gut zu befahren ist. Manchmal ein bisschen holperig, aber nur an einer oder zwei Stellen ein bisschen Sand, wo man halt ein bisschen aufpassen muss, aber sonst gut befahrbar. Und das war eine Tour heute wert, dass ich das mal rausgefunden habe, wie dieser Weg, der da mitten durch den Wald führt, beschaffen ist. Ende.